and thank you for joining us on this journey making Power Wash Simulator. Whilst we're no stranger to making games at FuturLab, this is our first early access title and we can't wait to hear from you. Our goal is for this game is to bring a substantial slice of relaxation. Mein Name ist Kalle Koschinsky, herzlich willkommen zum Power Wash Simulator. Ja, Mai, Zocki das jetzt mal. Ich habe das letztens gesehen bei einigen Leuten auf Steam, die einfach nur Sachen sauer gemacht haben. Und ich bin ja Kalle Koschinsky und ich pimp alles in the world und ich habe ja mit der Ultras GmbH alles mögliche schon in der Welt. Weißt du, wie ich meine? Ich habe LKW, ich habe Bus, ich habe Housepimping, ich habe Housekeeping, ich habe Cooking, ich habe Mucking, ich habe Schnuller, ich habe alles. Und deswegen würde ich sagen, waschen wir uns jetzt mal, denn wir haben es bitter nötig, weißt du, wie ich meine? Clean the van. Das gibt 150 Dollar. Great news! Finally found a van for you to action. Das ist hier der Gerät und den müssen wir jetzt einfach nicht sauber kriegen. Oh mein Gott, das ist aber echt clean AF. Ich kann doch auch was malen, oder? Ich kann doch bestimmt hier so ein... Scheiße, kann ich aufhören? Also, abonniert Kalle. Aber was... Oh, ich habe auch verschiedene Waffen später. Das erinnert mich an mein altes Feuerwehrlied von damals. Und es gibt ja ein Kinderlied von Volker Rosin, falls ihr den kennt. Der macht richtig super Kinderlieder. Und das geht wie folgendermaßen. Schlauch nach links, Schlauch nach rechts. Nee, warte mal, andersrum. Schlauch nach rechts, Schlauch nach links. Nach oben und nach unten. Schlauch nach vorn, Schlauch zurück. Wir löschen jeden Funken. Ja, das ist ein Kindersong. Saw my dream RV at the auctions, all creamy, like a toffee pie on wheels. Hopper Shaw, yeah. Bald auf Spotify. Also das Auto ist halt richtig dirty, ne? Hä? Aber ich reihe das Game jetzt noch nicht so ganz. Mache ich einfach nur sauber in dem Spiel? Wem macht denn sowas Spaß? Wem macht denn sowas Bock? Oh, Cleaning Liquids? Oh, das hat geblinkt. Oh. Ich muss schon sagen, also dieses Bling-Bling, das also was so Bling macht, also das ist schon satisfying. Oh! Oh! Hä? Also, ich spiele das Spiel seit 8 Minuten. Ich verstehe den Sinn des Games nicht. Ich ralle das nicht. Wo ist denn hier die Story in dem Game? Also soll mir das Spiel jetzt einfach... was will das Spiel mir sagen? Papa Sharp, hey, you gonna go with the business name or do you need me to think about something? Also jetzt mal ohne Flachs, ne? Wir putzen hier einfach nur, oder wie habe ich das richtig verstanden? Wir sind hier nur, wir haben nur so ein, ich habe mir übrigens heute Morgen geschnitten beim Kartoffelschälen. Ich habe mir schön Bratkartoffeln gemacht mit Zwiebeln und Vegetarian Bratwurst, Alter. War richtig lecker. Ich habe jetzt so ein neues Reibeding, womit ich, ach, ist doch scheißegal. Auf jeden Fall habe ich, ja. Ich rall immer noch nicht, warum ich hier gerade einen Putzsimulator oder so einen Wasch... Also, warum spiele ich das Spiel? Also ja, okay, ich mache hier ein Auto sauber. Das habe ich jetzt schon verstanden, das Problem. Wann kann ich hier mal meinen Auftrag abgeben? Muss ich den Schmutz jetzt richtig suchen? Da ist noch einer. So, wo ist der letzte Trick? Aha. Wir sind immer noch auf 99%. Wo verstecken sie sich die letzten 1%? Ah, hier, Plastik. Aha. Aber wo? Hier? Aha. Ah, und so. Okay. Job complete. This is an extraordinary Dr. Wash Power? Ja, ich bin Dr. Wash Power, Digga. Irre in your ass. I got your details from your... Okay, jetzt sehe ich so einen Zeitraffer, wie ich den geputzt habe, oder? Mhm. Van looks fantastic. Cool. Okay, nächster Job. Jetzt geht's in den Garten. Aha. Was ist denn eine Nozzle? Oh, man kann verschiedene Stärken einstellen. Oh, wenn ich Tab drücke, dann sehe ich, wo Dreck ist. Alles im Lot auf dem Boot, alles im Boder in der Moder. Also... Also bin ich der einzige Mensch auf dieser Erde, der sich gerade fragt, was die Scheiße soll? Aha. Hä? Was soll das? Wem macht sowas Spaß? Ey, das ist so langweilig. Oh, ich will jetzt nochmal meinen Aufsatz austauschen. Wie mache ich das? Oh, hier. Yeah. Oh, cool. Die Nozzle. Oh, cool. Noch mehr Platz. Mehr Nozzle. Ja. Cool. Jetzt kann ich noch mehr Dreck in kürzerer Zeit wegmachen. Das ist ja astrein und völlig super. Es gibt ja echt viele Scheiß-Games, ne? Und ich muss auch sagen, ich bin ja selten überrascht. Aber das ist hier echt eine Frechheit. Das Ding kostet 20 €. Und ja klar, das Game heißt Super Wash Simulator in den Arm. Power Wash Simulator. Warum, ne? Frage ich mich da. Ich glaube, je weniger Streuung ich habe, desto mehr Power habe ich auch. Das ist ja voll die Scheiße. Ich muss den ganzen Tag hier nur sauber machen. Wie unnötig ist dieses Spiel? Also, wer hat sich denn jetzt gedacht, Mensch, Meier, das ist eine gute Idee hier. Ist alles dreckig. Ich drücke hier auf Tab, alles dirty. Aber als ob ich jetzt hier Bock habe, mit meinem den ganzen Tag hier zu putzen. Was jetzt mal, wirklich, es muss das jetzt mal loswerden. Spiele ich jetzt seit 23 Minuten. Es ist 19:06 Uhr. Ich bin in WoW immer noch nicht Level 70. Ich verbringe gerade meine Zeit damit, hier zu putzen. Verstehst du, wie ich das meine? Ich habe mir eine Perücke aufgesetzt, ein Unterhemd an, ich habe Muckis. Ich spiele hier einen Simulator, der völlig unnötig ist. Ich habe nach 20 Minuten schon gemerkt, dass das nichts Geiles ist. Dann gucke ich auf Twitch, dann sehe ich da große Streamer, wie so ein Papaplatte, die das hier gepumpt haben. Scheiß Superwash! Das gibt ja vorne und hinten keinen Sinn, die Scheiße hier. Das hat auch nichts mit Entspannung zu tun. Es gibt ja viele dumme Simulator-Games. Was ich meine? Aber, ich denke ja immer, Computerspiele sollen Spaß machen, ne? Ja, was hat das denn mit Spaß zu tun? Ich muss hier alles schrubben, ey. Hä? Also... Wirklich? Das ist jetzt das Game, oder was? Was soll ich hier auch kommentieren? Das Lustigste an diesem Spiel ist, dass ich die Perücke auf habe. Das ist das Lustigste an dem Spiel. Na, das haben nicht die sich ausgedacht. Das habe ich mir ausgedacht. Hä? Was ist die Message von dem Game? Wo ist die Story? Wurde vielleicht unsere Tochter entführt und wir müssen sie retten und deswegen müssen wir alles auf der Welt putzen oder was oder wie? planen wir einen großen Bankraub. Wir müssen halt unnormal erstmal aufpassen, dass wir die Bank auschecken und dafür mit Hochdruck voranschreiten. Warum ist denn hier auch überhaupt alles so dirty, Alter? Warum steht hier so ein Mini? Also an alle, die dieses Video sehen, schickt das bitte mal die Leute... Also, ich will's ja einfach nur verstehen. Warum soll ich dieses Game zocken? In welchem Universe ist das nach einem harten Arbeitstag genau das richtige Spiel für mich? Wo man sich denkt, Mensch, da habe ich jetzt erstmal Spaß, da kann ich jetzt reingrinden. Da suchte ich jetzt erstmal. Nehmen wir jetzt mal so einen Hausflipper. Habe ich ja eventuell noch die Möglichkeit, so ein bisschen was zu machen. So, das Auto ist auch im Arsch. Das Einzige, was hier so ein bisschen satisfying ist, ist, wenn der ganze Schmodder weg ist, ne? Ich muss doch noch John Wick-mäßig... Wo sind die Pistolen? Wo sind die Explosionen? Irgendwas muss hier doch noch kommen. Ich meine, gut, wir sind in Early Access, das ist klar. Oh, hier erstmal schön den Grill wegmachen, ne? Geil! Das einzig Gute wirklich an dem Spiel selber ist, dass es hier keine Katzen gibt. Das ist wirklich super. Ich glaube, dass ich das seit einer halben Stunde spiele. Das ist der Sinn von diesem Game, Alter. Das hat wirklich... Das macht keinen Spaß. Ich erhole mich nicht. Ich bin eigentlich nur gestresst, weil das so eine Scheiße ist. Ich hoffe, ich kann mir aber gleich mal was Geiles kaufen hier für das Geld, ne? Florian and I would climb up and down that rock garden all day, pretending we were on Rambling Mountain Rushless. And the point was the crater. Auch diese Scheiße. Wer ist Calvin Miller? Was will der von mir? Warum labert er mich voll? I have no idea how we explained the fish being there. So? Ey, Digga. Also, jetzt mal ohne Flachs, ne? Was soll die Scheiße? Jetzt hier auf Steam gucken, ne? Sehr positiv. Hauptmerkmale vom Spiel. Baue dein Geschäft im Karrieremodus auf und erledige diverse schmutzige Jobs in der staubigen Stadt Buckingham. Buckingham, sage ich immer. Es gibt kein richtig oder falsch, keinen Zeitdruck und keine Punktwertung, sondern nur dich und die Werkzeuge, die du brauchst, um deinen Stress abzubauen. Stress! Abzubauen. Du willst sauber anfangen? Entspann dich und wiederhole unter freies Spielen deine Lieblingsjobs. Es gibt einen Sandbox-Mode fürs Putzen? Niemand auf der Welt liebt es zu putzen, außer meine Mutter. Morgens um 6, immer mit dem Staubsauger gegen eine Tür, Alter. Guter, sauberer Spaß. Graffiti, Schmutz, Moos und Schimmel. Nichts ist zu zäh für deine Paletten und Pfannreinigern. Verschiedene Schmutzarten sind unterschiedlich zäh. Achte deshalb darauf, dass du mit deiner Ausrüstung taktisch umgehst. Entspannung, Zufriedenheit garantiert. Jeder kann in das Spiel eintauchen. Nimm die entspannende Atmosphäre und das stressfreie Tempo auf, während du Terrassen, Gehwege, Fahrzeuge, öffentliche Parks vom Schmutz befreist. Stress greift uns alle an. Also lehn dich zurück, entspann dich und spüle deine Sorgen ins Abwasser. Ich bin super entspannt. Das können die nicht ernst meinen. Ich habe ja auch schon viele Leute gesehen, die viel Scheiße gespielt haben. Und ja, ich bin Casual Gamer. Niemand kauft sich dieses Spiel, um sich zu entspannen. Bing! Also beim besten Willen hat es... Das hat mit Spaß nichts zu tun. Das könnt ihr mir nicht... Nö. Das könnt ihr mir nicht sagen. Ich habe erst 21%. Ich bin hier schon eine Viertelstunde in Drecksgarten. Wo ist das entspannend? Wo? Bitte schickt dieses Video zu irgendjemandem, der streamt und der mehr als 3 Zuschauer hat, und sagt dem, der soll hier kommentieren, warum er dieses scheiß Game gezockt hat. Ich will ja jetzt hier nicht... Nö! Also wer denkt sich das aus und denkt so, oh, erstmal Entspannung reinbringen ins Game. Ich werde so sauer, wenn ich das spiele. Ich möchte einen sehen, der sagt, dass das Spaß macht. Ich bin so entspannt, ne? Boah, bin ich entspannt, du. Das können die nicht ernst meinen. Das kann keiner ernsthaft gerne spielen. Niemand spielt dieses Spiel gerne. Wieso hat das positive Bewertung? Ich hab einen Stern nach 20 Minuten. Ich hab Puls. Ich bin sauer und hungrig. Hier gibt's einen Einkaufsladen. So, Power Washers. New Items. Urban Long Extension, Digga. Power Washers. Oh, hier. 250. Ja, kann ich mir noch nicht leisten, die Scheiße. Aber es ist alles die gleiche Scheiße. Weißt du, wie ich meine? Sind da Vögel drin? Gibt's ein bisschen Waterboarding oder Bowling oder wie das heißt hier, Alter? Das ist doch nicht deren... Das ist doch auch nicht entspannend. Warum, also... Wann habe ich hier angefangen? So um Viertel nach, ne? Nach einer Viertelstunde hatte ich doch ungefähr... Bin jetzt schon fast eine halbe Stunde an diesem... Ich habe 25%. Können die nicht ernst meinen? Ich flippe komplett aus hier. Was soll die Scheiße? F, C, H, B, W, S. So. Ich schreibe jetzt eine Rezension. Die Scheiße gebe ich mir nicht mehr. Alter, 4. I have become the dead. Probably the most realistic dead simulator I've ever played. You wash dirty things and at the end of they come out clean. And then you get money and a gift of you cleaning the thing. Simple, clean, satisfying. Why are you reading reviews for Power Wash Simulator? The moment you saw there was a game about power washing, you knew if you wanted this game or not. And whichever of those you are, you're 100% right. I knew instantly I would love it. Viel zu langweilig für 20€. Ja, aber echt viele Fragen. Erstens, wo soll das Game entspannend sein? Ich habe mich nur aufgeregt. Im zweiten Level hing ich da 25 Minuten im Garten rum und war einfach nur sauer, dass die Sonne scheint und ich putzen muss. Im Endeffekt habe ich gerade mal 25% des Putzbedarfs abdecken können, bevor ich komplett die Fassung verloren habe und Alt F4 gedrückt habe. In Klammern, damit beendet man ohne Kompromisse jede Anwendung. Kann ich nur empfehlen. Bevor ich das Spiel gestartet hatte, habe ich mit meiner Gang von der Sülze aufgenommen und es hat echt viel Spaß gemacht, obwohl wir Dead by Daylight gespielt haben. Danach habe ich diese Scheiße hier angeworfen, weil ich für diese Woche Freitag kein Sülze-Video hatte und ich bin echt ziemlich enttäuscht. Zweitens, das Spiel ist wirklich super kacke langweilig. Drittens, wieso kostet das 20€? Viertens, positiv ist, dass ich keine Bugs entdeckt habe. LG Halle. So, empfehlen Sie das Spiel? Nein. Abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.